Ein brandneues Resort auf den Malediven, das am 1. September 2023 seine Pforten öffnete. Joy Island 5 Sterne. Bewerten wir jetzt gemeinsam die Vor- und Nachteile des ersten Designhotels auf den Malediven. Ich erinnere euch auch daran, dass jede Woche neue Hotelübersichten auf dem Kanal veröffentlicht werden. Vergesst also nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Und zögert nicht, Fragen zu stellen. Wir versuchen, alle Fragen zu beantworten. Der Transfer von der Hauptstadt nach Joy Island mit dem Schnellboot dauert etwa 40 Minuten. Joy Island Maldives ist eines der mit Spannung erwarteten Resorts der Cocoon Collection. Dies ist ein einzigartiges Hotel, das auf einer wunderschönen 9 Hektar großen Insel liegt. Hauptvorteile: Die Unterkunft für Kinder unter 15 Jahren ist kostenlos. Ein vielseitiges Resort, das für jeden geeignet ist. Tolles Essen. Eine Nuance möchte ich gleich erwähnen. Die Wasservillen waren im September noch nicht fertig. Die privaten Wasservillen befanden sich im Bau. Die Insel ist mittelgroß und komfortabel. Zwar gibt es natürlich nur sehr wenig Grün, aber es gibt bereits ein schönes Blumengewächshaus und im Allgemeinen schaffen die Besitzer schnell die Landschaft. Es gibt bereits einen Garten und verschiedene schöne Bepflanzungen rund um das Gelände und sogar einen kleinen Teich. Es gibt einen Pool und daneben ein Kinderbecken. Übrigens gibt es im Resort einen sehr guten und interessanten Kinderclub. Es gibt auch ein kleines Fitnessstudio. Für Schönheitsliebhaber ist das Dream Spa ein Wellnesscenter mit Behandlungsräumen über dem Wasser. Ideal für Paarbehandlungen und Massagen mit atemberaubendem Blick auf den Indischen Ozean. Das Essen im Resort ist ausgezeichnet. Abwechslungsreich und lecker. Es gibt sehr viele exotische Früchte, von denen ich einige sogar zum ersten Mal gesehen habe. Es gibt immer Meeresfrüchte, morgens Eier Benedikt mit Lachs und Haferbrei. Das Restaurant ist sehr geräumig und interessant gestaltet. Das Hotel bietet zwei Arten von Mahlzeiten an, All-Inclusive und All-Inclusive Extreme. All-Inclusive Extreme umfasst Auswahl erstklassiger Weine aus der ganzen Welt, Premium Minibar, zwei Ausflüge, Angeln bei Sonnenuntergang und eine Inselrundfahrt, je nach Wetterlage, ein romantisches Abendessen am Strand während des Aufenthalts, mindestens 3 Nächte, ein Grillabendessen am Strand während des Aufenthalts, mindestens 6 Nächte. Der Strand rund um die gesamte Insel ist ungefähr gleich. An manchen Stellen ist der Einstieg ins Wasser etwas sanfter und der Boden weicher, an anderen ist das Gegenteil der Fall. Auf der Sonnenaufgangsseite gibt es Wellenbrecher und Lagunen. Genau dort ist ein Riff. Diese Lagunen sind ein großartiger Ort zum Entspannen mit Kindern. Sonnenuntergangsseite. Der Horizont ist offen, es gibt keine Wellenbrecher, aber es gibt Inseln, zukünftige Privatvillen. Das heißt, bald wird von der Sonnenuntergangsseite mit dem Bau privater Villen im Meer begonnen. Ich weiß nicht genau wann, aber bisher lagen auf den Inseln nur Sandhaufen, die Vorbereitungen laufen. Mehlsand ist hier nicht vorhanden, die Insel ist künstlich. Der Sand ist verdichtet. Die Insel ist nicht barfuß. Nur am Wasserrand gibt es stellenweise weichen, kühlen Sand, leider nicht überall. Zimmer Beach Villa. Diese Zimmer haben einen sehr seltsamen Stil, aber vielleicht gefällt er jemandem. Der Duschbereich war nicht gut gemacht. Um beim Regen zum Waschbecken oder zur Toilette zu gelangen, muss man nass werden und auf einem ständig nassen Boden laufen. Alle Zimmer dieser Kategorie sind Doppelzimmer, das heißt, es gibt zwei Zimmer in einem Villenhaus.
Meiner Meinung nach sehen die Villen Beach Suites besser aus und der Duschbereich ist dort wunderschön. Bei den Zimmern Family Beach Villa handelt es sich um zwei miteinander verbundene Beach Villa Zimmer. Zu den Aktivitäten im Resort zählen vor allem Sportprogramme tagsüber. Flossen, Masken, U-Boote, Kajaks sind kostenlos. Kinderclub, Live-Musik am Abend, DJ, maldivische Show einmal pro Woche. Kristallklares Wasser, wunderschöne Sonnenuntergänge und Entspannung. Ein idealer Ort, an dem sich moderner Komfort mit der Schönheit der Strände des Indischen Ozeans vermischt. Freunde, wenn ihr Fragen habt, stellt sie in den Kommentaren. Wir antworten immer gerne. Abonniert den Kanal und vergesst die Likes nicht. Wir veröffentlichen jede Woche Übersichten über neue Hotels.